Jetzt möchte ich gern übergeben an eine ganz andere Perspektive aus Afrika, faktisch nach Wien, zu Professor Dr. Thomas Mark Nemeth. Meine erste Begegnung, und das will ich auch mit einer gewissen Ergriffenheit sagen, war nach dem 24. Februar 2022, als es zu dem Krieg in der Ukraine kam. Er ist Professor für Theologie des christlichen Ostens am Institut für historische Theologie der Universität zu Wien. Aber er hat eine große Nähe, Erfahrung als auch Wissen zur ganzen Frage der osteuropäischen Kirchen, aber eben auch zur Situation in Osteuropa. Heute werden wir ihn nicht zu Krieg in der Ukraine interviewen und fragen, sondern wir wollen seine Perspektive hören zur Synodalität in den Ostkirchen. Er selbst ist 1974 in Wien geboren, hat zwischen 1992 und 1999 katholische Theologie und Rechtswissenschaften in Wien studiert, hat dann sein Doktoratsstudium an der Universität Wien gemacht. Und da kam schon das erste Mal die Thematik auch im Begriff auf, nämlich er hat seine Promotion geschrieben zur synodalen Tätigkeit der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche seit der, in Anführungszeichen, Wende, also friedliche Revolution oder das, was die Umbrüche in Osteuropa waren. Er war anschließend wissenschaftlicher Mitarbeiter in einem Projekt. Er hat in Eisenstadt am Diözesangericht gearbeitet, hat in Würzburg als Fachvertreter für Ostkirchengeschichte und ökumenische Theologie an der Fakultät gearbeitet und war von 2009 bis 2019 Direktor des Ostkircheninstituts an der Universität Würzburg. Er ist seit 2017 Priester und wie schon erwähnt, seit 2019 Professor an der Universität in Wien. Ich freue mich, dass er heute dabei ist, hier bei unserem Digitalkongress. Herzlich willkommen, Thomas Nemeth. Ihnen gehört das Wort. Guten Tag. Ich hoffe, Sie können mich hören. Wir können Sie hervorragend hören. Ja, herzliche Grüße aus Belgrad. Ich sitze jetzt gerade in einem Hotelzimmer bei einem Kongress der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen. Und ich hoffe, die Verbindung klappt auch soweit ganz gut. Und ja, ich bedanke mich sehr herzlich für die Veranstalter, für die Einladung zu diesem wichtigen Thema sprechen zu dürfen. Und ich habe jetzt eine Präsentation vorbereitet. Ja, ich spreche heute über Synodalität und Partizipation in den katholischen Ostkirchen. Manche fragen sich vielleicht, was sind katholische Ostkirchen? Man denkt ja bei der katholischen Kirche an die römisch-katholische Kirche sehr häufig. Und da muss man hinzufügen, dass eben die katholische Kirche neben der römisch-katholischen oder der lateinischen Kirche auch mehr als 20 Kirchen östlicher Tradition umfasst. Die sind natürlich wesentlich kleiner und machen ungefähr nur 1-2% aller Katholiken aus. Doch sind sie alle von gleicher Würde wie die lateinische oder römisch-katholische Kirche. Das hat das Zweite Vatikanische Konzil im Dekret Orientalium Ecclesiarum ganz eindeutig festgestellt. Und neben der gleichen Würde all dieser Kirchen in der katholischen Familie ist auch zu betonen, dass ihre Vielfalt erwünscht ist. Also es gibt nicht den römisch-katholischen Regelfall und die ostkirchlichen Abweichungen, sondern das ist grundsätzlich eine Pluralität, die ja von Anfang an in der Kirche gegeben ist und die eine Bereicherung darstellt und die sich eben auch in den verschiedenen Bereichen des kirchlichen Lebens äußert. Also das Ökumenismusdekret Unitatis Redintegratio spricht in Nummer 17 von einem vierfachen Erbe, von einem liturgischen, kirchenrechtlichen, spirituellen und theologischen Erbe dieser einzelnen Kirchen. Und was eben besonders wichtig ist, es geht hier nicht bloß um unter Anführungszeichen liturgische Äußerlichkeiten, sondern es geht auch um die Theologie, die innerhalb der katholischen Kirche verschieden ist und zwar eben auch erwünschterweise. Und das zeigt sich auch in verschiedenen Fragen. Ich erwähne etwa hier, dass der Kommunionempfang für Kleinkinder nach östkirchlicher Tradition vorgesehen ist, also gleich nach der Taufe und der Firmung, die im Anschluss an die Taufe stattfindet, soll auch möglichst bald die Kommunion gespendet werden, weil die Eucharistie als eine Nahrung verstanden wird, die niemanden vorenthalten soll, der in die Kirche eingeführt wird.
Also das ist einer der markanten Unterschiede. Es gibt dann auch etliche im Kirchenrecht, so wie zum Beispiel verheiratete Priester. Man muss sich natürlich vor der Diakonatsweihe entscheiden, welchen Weg man geht. Aber von den katholischen Ostkirchen kennen bis auf zwei Ausnahmen alle die Möglichkeit, auch verheiratete Priester zu haben. Und wie gesagt, das sind alles also legitime Varianten des Katholischseins. Die gibt es auch im Bereich der Kirchenverfassung und eben auch ganz besonders der Synodalität. Die Synodalität ist ja ein Erbe, das in die alte Kirche zurückreicht, was, das traue ich mich schon zu sagen, die östlichen Kirchen insgesamt doch stärker bewahrt haben als die lateinische Kirche in diesen Strukturfragen. Und damit sind wir auch beim Kirchenrecht. Hier muss man gleich am Anfang erwähnen, dass die römisch-katholische Kirche ein Gesetzbuch hat, den CIC, Codex Iuris Canonici, aus dem Jahr 1983. Für die Angehörigen der katholischen Ostkirchen gibt es ein eigenes Gesetzbuch, ein Rahmengesetzbuch, der sogenannte CCEO, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, aus dem Jahr 1990, also etwas später als der lateinische Kodex. Und unterhalb dieses Rahmens gibt es dann auch die Möglichkeit, Partikularrecht zu schaffen. Also jede dieser katholischen Ostkirchen kann eben auch eigene Rechtsnormen erlassen, soll es auch. Und damit haben wir eben so ein gestuftes Rechtssystem. Und da spielt jetzt ein Begriff eine ganz wichtige Rolle, nämlich Kirche sui juris, kann man übersetzen mit Kirche eigenen Rechts. Das ist jetzt der Terminus technicus für die katholischen Ostkirchen, wobei auch die lateinische Kirche eine Kirche sui juris ist. Das haben jüngst also auch Änderungen im CIC jetzt eindeutig festgestellt. Also man kann jetzt nicht sagen, die lateinische Kirche ist eine universale Kirche und die Ostkirchen sind bloß regional, sondern die sind im Prinzip auf derselben Ebene, auch wenn sie jetzt verschieden ausgestaltet sind und wenn natürlich das Papstamt jetzt mit der lateinischen Kirche verbunden ist, nicht Bischof von Rom, dann heißt das eben nicht, dass die anderen Kirchen hier weniger wert sind. Und wenn man sich dann diese Kirchen sui juris anschaut, die es im Bereich der katholischen Ostkirchen gibt, da haben wir vier verschiedene Kategorien, die auch mit ihrer Autonomie und mit ihrer inneren Ausgestaltung zusammenhängen. Es gibt die oberste Kategorie der patriarchalen Kirchen sui juris, da gibt es sechs davon. Es gibt die großerzbischöflichen Kirchen sui juris, die sich nur durch eine Kleinigkeit von den patriarchalen Kirchen unterscheiden, nämlich der Bestätigung der Wahl des Ersthierarchen, also nicht bloß Communio mit Rom, sondern eben auch diese Akt der Bestätigung. Dann gibt es strukturell etwas schwächer die metropolitanen Kirchen sui juris und dann ein Auffangbecken von sonstigen Kirchen sui juris. Und ich habe Ihnen hier dann auch die einzelnen Kirchen genannt in dieser Aufzählung. Bei den ersten drei Kategorien ist es relativ einfach zu sagen, wer dazugehört. Also ich habe hier bei den patriarchalen Kirchen in zum Beispiel armenische, chaldäische, koptische, maronitische, melkitische und die syrische Kirche genannt, also vollständige Aufzählung. Dann kommen die großerzbischöflichen Kirchen, rumänische, syromalabarische, syromalankarische und ukrainische Kirche, also der letzteren, der ich selber angehöre. Dann kommen die metropolitanen Kirchen, äthiopische, eritreische, slowakische und ungarische Kirche sowie die ruthenische Metropolie von Pittsburgh in den USA. Und da muss man aber sagen, die Zahl der sonstigen Kirchen sui juris ist nicht genau bestimmbar. Es gibt auch einige Gemeinschaften, die diesen Status nicht erlangt haben. Das hängt damit zusammen, dass im CCO die Minimalerfordernisse für eine Kirche sui juris nicht eindeutig festgelegt sind. Es gibt auch jetzt keine rechtsverbindliche Aufzählung, auch nicht im Annuario Pontificio, dass jetzt alle Fragen geklärt werden. Und man kann aber sagen, dass die bulgarische, die griechische und die makedonische Kirche sowie die ruthenische Eparchie von Mukatschewo, dass die gemeinhin als sui juris Kirchen eben angeführt werden. Es gibt dann allerdings Diskussionen, wie man die
byzantinischen Jurisdiktionen in Italien fassen, soll also italo-albanische Kirche, kurz gesagt dann auch Serbien und Kroatien, sowie der Status der russischen katholischen Kirche. Und dann ist es so, dass es dann auch diesen großen Bereich der Diskussion gibt, noch unterhalb dieser Ebenen der sonstigen Kirchen sui juris, wo einfach dann die strukturellen Voraussetzungen so schwach sind, dass man dann sagt, es wäre eigentlich eine fünfte Kategorie von Kirchen sui juris im Werden sozusagen in Erwägung zu ziehen. Also die albanische, belarussische Kirche sowie Exarchatin Tschechien. Und damit ist jetzt eben auch die Zahl der Kirchen sui juris nicht so genau determinierbar, aber es spielt jetzt für die Mitglieder auch keine große Rolle, weil man ja als östlicher Katholik auch nicht aus dem Netz des CCO herausfallen kann. Und wie schon erwähnt, 2016 hat man dann den CIC neu gefasst, die Kanones 111 und 112 stellen klar, dass eben trotz aller strukturellen Unterschiede auch die lateinische Kirche eben eine Kirche sui juris ist. Und dann gibt es natürlich auch noch eigene Konstrukte, auf die ich jetzt nicht eingehe, aber zum Beispiel in meiner österreichischen Heimat gibt es ein Ordinariat für alle Angehörigen katholischer Ostkirchen und das ist angesiedelt beim Erzbischof von Wien, der dann eben über einen Generalvikar für die katholischen Ostkirchen dann auch seine Jurisdiktion ausübt. Denn gäbe es das nicht, dann wären einfach alle Katholiken dem jeweils zuständigen Bischof zugewiesen als Anlaufstelle. Und das sind dann eben meistens die römisch-katholischen Bischöfe. Ja, also soweit einmal kurz zum Konzept der Kirchen sui juris. Ich möchte jetzt zu den synodalen Elementen übergehen, wo ich schon gesagt habe, die sind viel stärker ausgeprägt als im römisch-katholischen Rechtsbereich. Und das gilt dann besonders für diese stärker entwickelten Kirchen, die patriarchalen und auch die großerzbischöflichen Kirchen. Ich werde jetzt in Zukunft, wenn ich von patriarchalen Kirchen spreche, auch immer die großerzbischöflichen mit meinen, weil es da im Bereich der Synodalität keinen Unterschied gibt. Und etwas abgeschwächt ist dann das Synodalitätskonzept auch in den metropolitanen Kirchen sui juris vorhanden. Das zeigt schon, dass die Synodalität ein Grundelement des Kircheseins ist. Die sonstigen Kirchen, diese kleineren, die haben eben kein Kollegialorgan, das die Diözese überschreitet, also keine übergreifende Synode, können aber auf der Diözesanebene genauso wie die anderen Kirchen kollegial tätig sein. Was ist jetzt wichtig beim Synodalitätskonzept? Der eine Punkt ist einmal ganz entscheidend, dieses große Gewicht von synodaler Entscheidungsfindung, das zeigt sich daran, dass es ein oberstes und ordentliches Leitungsorgan einer Kirche sui juris in synodaler Form gibt. Also das ist die Synode der Bischöfe beziehungsweise der Hierarchenrat. Und das ist eben ein Unterschied zu der römisch-katholischen Kirche. Dort gibt es kein entsprechendes Organ, auf dieser obersten Ebene ein synodales Leitungsorgan. Man muss hier natürlich in der Terminologie aufpassen, weil nicht alles, was Synode heißt, auch unbedingt das bezeichnet, was im ostkirchlichen Bereich als Synode verstanden wird. Es geht darum, dass bei den katholischen Ostkirchen synodales Handeln bedeutet, dass man die Kompetenz zur Beschlussfassung hat, also nicht bloß zur Beratung. Und wichtig ist auch, und da werden vielleicht manche jetzt nicht ganz glücklich damit sein, Synodalität meint im Bereich der katholischen Ostkirchen strikt bischöflich besetzte Organe. Also es gibt dann eben auch Formen der Laienpartizipation, die ich dann noch erwähnen werde, aber diese Synode der Bischöfe, dieser Hierarchenrat, der ist bloß bischöflich besetzt. Und das ist eben der Terminus Synodus im Lateinischen, entspricht auch dem ökumenischen Konzil, nicht? Da haben wir jetzt einen anderen Begriff, aber das ist eben diese bischöfliche Synodalkategorie. Es gibt daneben, das erwähne ich nur kurz, in den metropolitanen Kirchen
den Hierarchenrat, das ist eigentlich eine missglückte Bezeichnung, weil weder der Bezug zu Hierarchen noch zu Rat wirklich ganz passend ist. Aber man kann kurz sagen, es ist auch eine Art der Synode, die etwas eingeschränktere Kompetenzen hat. Es gibt im CCO dann auch noch beratende Gremien, die werden dann Conventus oder Consilium genannt. Aber wie gesagt, das sind dann keine Synodalorgane im strengen Sinn. Man muss auch dazu sagen, im Vergleich mit der lateinischen Kirche muss man unterscheiden zwischen den Kompetenzen. In the Latin Church, you also have to distinguish between weil die Synode der Bischöfe eine generelle Gesetzgebungskompetenz hat. Also natürlich hat auch der Papst von seiner gesamtkirchlichen Befugnis her auch die Möglichkeit, für katholische Ostkirchen gesetzgeberisch tätig zu sein. Aber das ordentliche Organ ist eben diese Synode der Bischöfe, obwohl es natürlich auch eine gewisse Einschränkung gibt bezüglich der territorialen Reichweite dieser Gesetze. Also außerhalb des Territoriums dieser katholischen Ostkirchen gibt es dann Einschränkungen, aber es braucht uns jetzt nicht näher zu beschäftigen. Aber der Unterschied ist, dass eben eine Bischofskonferenz wesentlich schwächer ausgeprägt ist. Sie kann ja nämlich nur allgemeine Dekrete dort erlassen, wo jetzt vom allgemeinen Recht oder vom apostolischen Stuhl dieser Bereich bezeichnet ist. Also das ist wesentlich eingeschränkter. Und es ist auch so, dass die Synode der Bischöfe, wenn sie Gesetze erlässt, die sind grundsätzlich nicht genehmigungspflichtig. Das heißt, sie werden einfach nach Rom übermittelt. Und salopp gesagt, wenn Rom etwas dagegen hat, dann meldet man sich schon. Aber es ist so, dass die Gesetze, die von der Synode erlassen haben, noch vor der Reaktion aus Rom eben auch Rechtskraft haben. Und jetzt kommen wir zur Synode der Bischöfe. Ich habe jetzt hier auch zwei Fotos hinzugefügt von der Synode meiner Kirche, der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche. Dazu sind kurz gesagt alle und auch nur die Bischöfe geladen, sie tagt zu festgesetzten Zeiten, häufig jährlich. Also so ist das zum Beispiel in meiner Kirche, dass die Synoden regelmäßig im September stattfinden. Sie werden natürlich unterstützt von Fachleuten. Es gibt synodale Kommissionen, die Entscheidungen vorbereiten. Und die Synode ist auch das Wahlorgan für den Ersthierarchen, also für den Patriarchen oder Großerzbischof und auch für die Bischöfe. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, wo man einen Unterschied zur lateinischen Kirche feststellen kann, weil ja dort in den meisten Diözesen der Papst die Bischöfe frei ernennt. Und in den katholischen Ostkirchen ist eben dieser Wahlvorgang bei den Bischöfen, bei den Großerzbischöfen und Patriarchen eben auf der synodalen Ebene angesiedelt, wobei Rom immer auch einen Kandidaten verhindern kann. Also ist eingebunden in die Entscheidungsvorgänge, was jetzt natürlich nicht der Ekklesiologie des ersten Jahrtausends entspricht, weil das ja ein Autonomiebereich der jeweiligen Kirche war. Aber natürlich auch aus pragmatischen Erwägungen hat man eben im katholischen Ostkirchenrecht dann eben diese Mitwirkung Roms vorgesehen, aber grundsätzlich eben angesiedelt diese Wahlmöglichkeiten auf der Ebene der katholischen Ostkirchen. Jetzt muss man noch erwähnen, dass zueinander von Synode der Bischöfe und dem Ersthierarchen, also dem Patriarchen, da ist es grundsätzlich so, dass der Patriarch im Wesentlichen das oberste Administrativorgan der Kirche ist, während die Synode der Bischöfe umfassende Gesetzgebungskompetenz besitzt. Es gibt auch gerichtliche Funktionen, aber das ist jetzt hier nicht so wichtig. Aber so ist eben Gesetzgebung und Verwaltung einigermaßen aufgeteilt. Und man kann jetzt nicht sagen, wer steht höher, die Synode oder der Patriarch. Man hat also einen pragmatischen Weg gewählt, um dieser Frage auszugehen. Und es gibt dann eben territoriale Beschränkungen. Wenn es sich jetzt um liturgische Gesetze handelt, dann gelten die auf der ganzen Welt. Wenn es sich um andere, das heißt die administrativen, anderen Bereiche der Gesetzgebung betrifft, dann heißt es jetzt, dass ursprünglich das nur für die
Gebiete der jeweiligen Kirche gilt, wobei die Bischöfe außerhalb das dann auch in Kraft setzen können. Da gibt es eben ein gewisses Ungleichgewicht zur römisch-katholischen Kirche, die quasi überall auf der ganzen Welt nach ihren eigenen Regeln wirken kann, während es bei den katholischen Ostkirchen eben diesen Unterschied innerhalb und außerhalb des Territoriums gibt. Das ist eine Sache, die man kritisch betrachten kann, aber das ist im Moment so in der Gesetzgebung verankert. Ja, die Synode der Bischöfe kann dann auch noch unter bestimmten Voraussetzungen einberufen werden. Also wenn zum Beispiel ein Drittel der Mitglieder das verlangt oder wenn der Patriarch das mit Zustimmung der ständigen Synode haben will oder wenn es Entscheidungen gibt, die in ihre Kompetenzen fallen, zum Beispiel Wahl des Kirchenvorstehers. Aber normalerweise geschieht das eben zu bestimmten Zeiten. Über die Quoren brauche ich jetzt nicht näher zu sprechen. Das können Sie sich im CCO dann auch genauer anschauen. Wichtig ist noch zu sagen, es gibt ein zweites Synodalorgan der patriarchalen und großerzbischöflichen Kirchen. Das ist die ständige Synode. Das ist eine kleinere Synode, die häufiger tagt und Teil der patriarchalen Kurie ist, aber administrative Funktionen hat. Und wenn jetzt so eine Kirche mehrere Provinzen, also Metropolien hat, dann gibt es dort auch die Möglichkeit dann einer Metropolitansynode. Noch was Wichtiges, kirchenübergreifend gibt es auch eine Möglichkeit des bischöflichen Zusammenwirkens über den sogenannten Konvent der Hierarchen mehrerer Kirchen sui juris, also in derselben Nation oder derselben Region, wobei man da jetzt aber ein positives Urteil des römischen Stuhls braucht und es sind auch die rechtlichen Entscheidungen an enge Voraussetzungen gebunden. All das, was ich Ihnen jetzt hier so beschrieben habe, war auch Gegenstand meiner Dissertation, die dankenswerterweise bereits erwähnt wurde, eine Kirche nach der Wende, wo ich dann versucht habe, neben diesen allgemeinen Rahmenbedingungen auch aufzuzeigen, wie das synodale Leben der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche aussieht und welche Effekte auch jetzt eben aus diesem synodalen Wirken für das kirchliche Leben ersichtlich sind, nicht? Also zum Beispiel die Rezeptionsbedürftigkeit von synodalem Wirken, aber auch stimulierende Effekte. Da ergeben sich natürlich viele Anfragen. Der eine Punkt ist natürlich, dass es hier ein gemeinsames Synodalkonzept für sehr unterschiedliche Ostkirchen gibt, die auch aus sehr verschiedenen Traditionen kommen und dieses einheitliche Verhältnis von Synoden und Ersthierarch, das war eben so ein Kritikpunkt, ob da jetzt nicht zu viel auch nivelliert wird. Umgekehrt sind natürlich auch die Ostkirchen, die eben oft klein sind, dankbar dafür, dass sie hier jetzt eben diese rechtliche Unterstützung auch bekommen und quasi einen Rahmen haben, in dem sie dann ihr Partikularrecht entwickeln können. Aber natürlich muss man ganz nüchtern sagen, im Unterschied zu der Autonomie von Kirchen im ersten Jahrtausend ist es natürlich schon ein wesentlich paternalistischeres Konzept, als es damals gewesen ist. Da ist natürlich auch die katholische Note dabei durch die Entwicklung des päpstlichen Primats. Aber ich gebe meinem Doktorvater Richard Potz recht, dass diese synodalen Strukturen auf katholischer Ebene auch eine katholische Alternative aufzeigen. Im Vergleich jetzt auch mit dem lateinischen Rechtsbereich, dass hier auch ein Mehr an synodalem Spielraum, eine Mehr an Entscheidungen auf unteren Ebenen der Kirche möglich ist und dass das natürlich auch für die lateinische Kirche stimulierende Effekte haben kann. Das war jetzt zur bischöflichen Synodalität und ich glaube, von meiner Zeit geht es noch einigermaßen. Ich schaue nur kurz auf die Uhr. Jetzt möchte ich zum zweiten Bereich kommen. Über diese streng bischöfliche Synodalität hinaus gibt es jetzt die, ich würde es nennen, Partizipation von Klerus und Laien, also über die bisher beschriebenen Organe hinaus, gibt es jetzt noch die sogenannten Konvente, Conventus, und da gibt es den Eparchialkonvent, der entspricht der Diözesansynode. Also das Wort Eparchie entspricht
der Diözese. Es gibt dann auch noch die Exarchien. Das sind noch nicht so ganz entwickelte Quasi-Diözesen. Aber wenn jetzt hier von Eparchie die Rede ist, geht es ganz einfach um das Bistum, um die Diözese. Und dort gibt es eben diese Konvente, die der Diözesansynode im lateinischen Rechtsbereich entsprechen. Und dann gibt es auf der Ebene der Kirchen sui juris den Patriarchalkonvent oder den großerzbischöflichen Konvent, der laut CCO alle 5 Jahre tagen soll. Und hier ist es dann so, dass der Grundsatz zum Durchbruch kommen soll, dass alle Getauften an der Sendung der Kirche teilhaben sollen, dass sich diese Konvente zusammensetzen aus Klerikern, Ordensangehörigen und Laien, die aus allen Bistümern kommen, aber freilich mit einer beratenden, nicht entscheidenden Funktion dient das Ganze der Unterstützung bestimmter Autoritäten, also sei es auf der Diözesanebene, sei es auf der Sujuris-Ebene. Und der Patriarchalkonvent, den ich jetzt beschreibe, also das wichtigste dieser Organe, der wird einberufen und geleitet durch den Patriarchen. Es soll aus jeder Eparchie mindestens ein Priester, eine Ordensperson und auch 2 Laien dabei sein. Es gibt eine Teilnahmepflicht, wobei es dann auch die Möglichkeit gibt, Gäste zu laden und auch Beobachter, also etwa aus nicht-katholischen Kirchen. Wenn Sie sich für diese Bestimmungen interessieren, dann finden Sie diese im Kanon 141 und den folgenden des CCO. Die Themenfestlegung erfolgt durch den Patriarchen oder durch die Synode der Bischöfe. Hier nochmal eine kurze Übersicht, wo ich versucht habe, diese Rechtsbereiche noch einmal zusammenzustellen. Wenn Sie jetzt hinschauen, fettgedruckt die Synode der Bischöfe, die kennt keine Entsprechung im Bereich der lateinischen Kirche, also der römisch-katholischen Kirche. Es gibt dann eben den Hierarchenrat bei den metropolitanen Kirchen, es gibt die ständige Synode und dann kommen die ganzen Konvente, die es auch in den metropolitanen Kirchen gibt. Und dann sehen Sie, gibt es auch gewisse Entsprechungen. Also wenn wir natürlich schauen auf die Diözesanebene, da haben Sie dann die Diözesansynode und den Eparchialkonvent und gleichzeitig dann also nur in der römisch-katholischen Kirche die Bischofskonferenz, Plenarkonzil. Ja, und jetzt möchte ich im zweiten Teil etwas Perspektive wechseln zu einer konkreten Kirche, der ich selber angehöre, die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche. Vielleicht sage ich einfach ein paar Worte dazu. Das ist die größte Kirche sui juris. Man kann die Mitgliederzahl nicht genau schätzen, aber es wird allgemein angegeben, ca. 5,5 Millionen Gläubige. Das kann in etwa stimmen. Warum ist es jetzt, fragen Sie sich vielleicht, keine patriarchale, sondern eine großerzbischöfliche Kirche? Das hat kirchenpolitische Gründe. Also es gibt in manchen Fällen eben die Möglichkeit, dass eine Kirche aufsteigt, wenn sie struktureller entwickelt ist. Etwa wurden manche Kirchen in den letzten Jahrzehnten metropolitane Kirchen oder großerzbischöflichen Kirchen. Um eine patriarchale Kirche zu werden, ist ja der Unterschied minimalst im Vergleich zur großerzbischöflichen Kirche. Aber im Hinblick auf die Orthodoxen und besonders die sehr negative Haltung der russisch-orthodoxen Kirche war Rom nicht bereit, der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche diesen Status zu geben, was ich sehr bedauere, aber leider auch nichts daran ändern kann. Es ist eine Diskussion, die seit einem halben Jahrhundert geführt wird. Und kirchenintern kommemorieren wir auch den Großerzbischof als Patriarchen. Da hat auch Rom nichts dagegen, aber streng rechtlich ist es halt nicht. So, jetzt merke ich irgendwas, dass meine Präsentation stockt. Ich habe jetzt, glaube ich, irgendwo getippt. Kann das sein? Nein, ich glaube, ich bin noch drin in der Bildschirmpräsentation. Ich versuche nochmal zurückzugehen ab der aktuellen Folie.
Was ich jetzt nicht sehe, ist der Chat. Da muss ich jetzt noch mal schauen. Da war vorher, vielleicht kann jemand von den Organisatoren mir kurz Bescheid geben, ob alles in Ordnung ist, aber ich muss irgendwo hingetippt haben. So, jetzt sehe ich hier oben den Chat eingeblendet. Ah, okay, es kann weitergehen. Dankeschön, dann hat es geklappt. Ja, also die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche hat 37 Diözesen, davon 16 in der Ukraine, die restlichen im Ausland, also eine große Diaspora, 56 Bischöfe, ist also gleichzeitig eine Kirche sui juris und eine globale Kirche, die über ihre Auslandszweige auch in ganz verschiedenen Kontexten lebt. Und der Patriarchalkonvent ist eben so eine Möglichkeit, hier auch auf der Ebene der gesamten Kirche Prozesse zu steuern und zu bewegen. Und ich habe Ihnen jetzt hier aus diesem Statut des Patriarchalkonvents ein paar Auszüge hineingestellt. Er ist eine beratende Versammlung der gesamten, also ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche, hilft dem Vater und Oberhaupt und der Bischofssynode bei der Erledigung von Angelegenheiten von größerer Bedeutung, besonders was das Apostolat der Kirche betrifft, ist ein Forum zur Diskussion, Meinungsäußerungen und Wünsche, die hier im Sinne christlicher Freiheit und Verantwortung geäußert werden können. Und dann kommen im Artikel 3 die Hauptaufgaben des Konvents. Es geht darum, die Hauptrichtungen der Tätigkeit der Kirche in allen Lebensbereichen zu analysieren und festzulegen, dem Oberhaupt Lösungsansätze für verschiedene Probleme und Herausforderungen anzubieten und die Zeichen der Zeit zu erkennen für die Evangelisierung, wie auch Wege für eine, jetzt muss ich mal schauen, ich habe jetzt hier die Folie wieder weg, eine optimale Interaktion zwischen Kirche und Gesellschaft zu finden. Und es haben jetzt bisher 6 Sessionen, so heißt das, des Patriarchalkonvents stattgefunden. Die erste war 1996 in Lviv, in Lemberg. Also man muss dazu sagen, die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche war bis 1989 im Untergrund. Sie wurde im Jahr 1946 von den Kommunisten für aufgelöst erklärt und quasi der russisch-orthodoxen Kirche zwangsangeschlossen. Sie hat aber überlebt im Untergrund in der Diaspora und unter dem Dach der russischen Kirche. Es kam die Wende, die Kirche ist dann wieder aufgetaucht und konnte sich reorganisieren. Und deswegen hat es ein bisschen Zeit gedauert, bis dann eben diese Konvente stattgefunden haben. Thema von 96 war Neuevangelisierung. Dann kam ein zweiter Konvent ebenfalls in Lviv oder Lemberg, Rolle und Ort der Laien in der Kirche. 2002 Jesus Christus, die Quelle der Erneuerung des ukrainischen Volkes. 2007 in Kiew dann, wo dann der Sitz des Oberhaupts verlegt wurde von Lemberg nach Kiew, kam dann die Jugend der Kirche des dritten Jahrtausends. Dann gab es einen Konvent 2011 in Brasilien, wo es dann um das gottgeweihte Leben, also um das Ordensleben gegangen ist. Und 2015 wieder in der Ukraine zum Thema Pfarrei, lebendige Pfarrei, ein Ort der Begegnung mit dem lebendigen Christus. Naja, und dann kam Covid, nicht? Und das Ganze wurde eben dadurch dann wesentlich erschwert, wie man dann auch in der Folge sehen kann. Es hat dann 2020 die nächste Session nicht stattfinden können. Die war ursprünglich für Lemberg vorbereitet worden. Das Thema lautete: Deine Kirche ist überall und immer mit dir, wo auch gesagt wird, das spiegelt auch in einem gewissen Sinn die Synodalidee vom Papst Franziskus wider. Aber das musste eben verschoben werden. Und das geschah in einer Form, dass man eben versucht hat, auf der Online-Ebene das sogenannte gesamtkirchliche Forum durchzuführen. Also es gab 2 Sessionen dieses Forums, wo eben die Delegierten, also Bischöfe, Kleriker, Ordensleute und Laien sich dann online getroffen haben. Es gab dann diese 2 Sessionen, bei denen es einerseits darum ging, den nächsten Konvent vorzubereiten, aber andererseits zielte das Ganze ab auch auf den synodalen Prozess der katholischen Gesamtkirche, wo es ja auch vom Sekretariat her diese Vorbereitung gegeben hat und auch auf die Fragen, die dort
ausgegeben wurden, wurde eben Bezug genommen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig zu sehen. Die katholischen Ostkirchen nehmen auch teil an diesem synodalen Prozess, der ja diese vier verschiedenen Phasen hat. Nicht, es gibt also diese diözesane Phase, dann gibt es die der Bischofskonferenzen, die kontinentale und die universale Phase. Und sowohl auf der diözesanen Phase als auch auf der zweiten kommt den katholischen Ostkirchen auch eine besondere Bedeutung zu. Nur dass nicht die Bischofskonferenzen, sondern eben die Synodalorgane hier die entsprechenden Ansprechpartner sind. Und das ist auch auf der Ebene der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche geschehen. Es gibt einen Bischof auch, der dafür verantwortlich ist. Es gibt von ihm auch einen Bericht, den ich Ihnen dann auch noch zur Verfügung stellen kann. Bischof Theodor Martyniuk hat gesagt, es ist wichtig, dass eben auch in der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche alle Kirchenmitglieder und auch die sich von ihr distanziert haben, beteiligen sollen und dass eben gemäß dieser Stufe der verschiedenen Formen der Partizipation eben die wichtigen Gedanken formuliert werden, die eben entscheidend sind für das kirchliche Leben. Und das Ganze beginnt faktisch oft auf der pfarrlichen Ebene, aber geht dann eben zu den Diözesanenkonventen und dann eben zum großen Patriarchalkonvent dann weiter. Das ist auch ein Zeichen der Einheit der Kirche und dient dann letztlich dem Entscheidungsorgan der Synode der Bischöfe, wo eben dann immer nach einem Patriarchalkonvent auch die Synode der Bischöfe zu dem entsprechenden Thema tagt und auch Beschlüsse fasst. Und es gibt auch verschiedene Berichte über die Erfahrungen mit diesen Online-Formaten. Das hat natürlich seine positiven und negativen Seiten, aber auch also neue Möglichkeit der Kirche, eben im Online-Bereich zu wirken. Also auf einer dieser Forumssitzungen 2021 haben 170 Leute teilgenommen, wo dann verschiedene Fragen besprochen wurden, wo ich jetzt in Klammer dazu sage, also erwarten Sie sich hier bitte nichts Sensationelles. Also es gibt jetzt hier keine revolutionären Vorschläge, zumindest für mich als Außenstehenden sind solche nicht erkennbar, sofern es sie gegeben hat. Also ich kann jetzt hier auch nur aus einer Außenperspektive berichten, weil ich in diesen Prozessen nicht dabei war. Aber es gibt entsprechende Berichte und es gibt auch einige Papiere, die die Synode erstellt hat, wo dann eben typische Themen vorkommen, die in der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche schon seit längerem eben auch auf der Tagesordnung stehen. Ein wichtiges wiederkehrendes Thema ist die Familie, also wie man hier die Familien unterstützen kann, natürlich auch im Hinblick auf die Pandemiesituation, die entsprechenden Schwierigkeiten und Traumen. Es sind viele seelsorgliche Fragen, auch die Frage der Mission, weil ja auch die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche weltweit doch auch ein Ansprechpartner der katholischen Kirche ist, ja, nicht viel anders als die römisch-katholische Kirche. Es geht um die Frage, wie man besser zusammenwirken kann zwischen diesen verschiedenen Ebenen, also diese große Verstreuung auch in der Kirche. Es geht dann um soziale Fragen. Die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche ist selbst in der Ukraine ziemlich aktive, also sowohl gesellschaftlich als auch sozial aktive Kirche und solche Themen wie zum Beispiel, wie geht man mit den Armen um und wie verbessert man einfach die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Das sind so die Themen, die ich hier aus diesen verschiedenen Darstellungen herauslesen kann. Was dann genau auf diese 10 Fragen geantwortet wurde, also die jetzt von der gesamtkatholischen, von diesem synodalen Prozess weitergegeben wurden, das weiß ich nicht. Es gab auf jeden Fall dann eine 10-seitige Zusammenfassung, die von der Synode der Bischöfe jetzt 2022 erstellt worden und dann nach Rom weitergeleitet wurde für die nächste Ebene. Und das, ja, sage ich vielleicht auch noch kurz dazu, die Synode der Bischöfe 2022 hat sich eben jetzt kürzlich erst im September getroffen, nicht in der Ukraine, sondern in Polen, im Przemysl, und hat auch verschiedene Dokumente verfasst. Gerade auch zum Krieg in der Ukraine gibt es ein postsynodales Schreiben mit dem Titel „Das Böse durch das Gute besiegen", wo es eben ja einerseits um die
Verurteilung und Benennung auch der Kriegssituation geht, aber andererseits auch, was die Aufgaben der Kirche sind, dass die Kirche nahe sein soll bei den Menschen, auf die Leute hören, die therapeutische Dimension der Kirche, die Wunden zu heilen und durch die Begleitung im Gebet auch zu der Hoffnung beizutragen und auf diese ganzen existenziellen Herausforderungen zu reagieren. Also das ist so vielleicht kurz der Grundtenor, den man aus diesem synodalen Schreiben der ukrainischen Bischöfe von 2022 entnehmen kann. Ja, ich denke, ich bin soweit in der Zeit. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet. Ich sehe gerade den Chat, genau, ich habe ihn schon hier. Ich bin eigentlich jetzt am Schluss meiner Ausführungen. Ich schließe jetzt auch meine Präsentation und stehe für etwaige Fragen gern noch zur Verfügung. Ich kann am Nachmittag leider nicht dabei sein, weil ich im Rahmen dieser Tagung ja auf einer Exkursion bin, aber meine E-Mail-Adresse dürfte auffindbar sein an der Universität Wien. Ich stehe auch gerne zur Verfügung für weitere Fragen, die die Ostkirchen betreffen, und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Herr Professor Nemeth, wir bedanken uns für die klar strukturierte Präsentation über Synodalität in den Ostkirchen. Das möchte ich ganz ausdrücklich sagen. Das war sehr reichhaltig. Sie haben uns auch noch versprochen, weitere Dokumente zur Verfügung zu stellen. Sie bewegen sich ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wie in einer digitalen Messehalle. Sie haben den Bereich von Bühne. Sie werden nachher noch erleben, wie es im Bereich von Workshops gibt. Sie haben in den Pausen die Möglichkeit, auch in den Bereichen des sogenannten Marktplatzes unterwegs zu sein. Und dort werden wir dann auch die erweiterten Dokumente von Professor Nemeth zur Verfügung stellen, sobald wir sie erhalten haben. Aber zuerst zu Ihnen, lieber Herr Professor, wir haben selbstverständlich noch Fragen, denn ganz so schnell kommen Sie uns nicht davon. Und ich möchte beginnen mit Schwester Sarah, die noch einmal ein Gefühl geschildert hat, was auch mir aufgefallen ist. Sie haben sehr stark davon gesprochen, was es heißt, Synodalität mit bischöflicher Fixierung in den Ostkirchen und mit synodalen Strukturen, die sehr orientiert sind an den Bischöfen. Vielleicht können Sie noch einmal fokussieren, welche Rolle katholische Laien haben oder wo es vielleicht auch Bewegungen gibt, vielleicht auch Kritik daran, dass es zu bischöflich ist, wo es Bestrebungen gibt, mehr einzubinden, oder ob alle glückselig mit der Situation sind? Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr komplexe Frage. Wie Sie wahrscheinlich schon an meinen Ausführungen gehört haben, bin ich natürlich auch nicht mit allen Dingen so absolut glücklich, aber es ist eine Zeit der Entwicklung jetzt, auch für die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche, die weltweit vor Herausforderungen steht, wie man in unterschiedlichen Kontexten als Kirche lebt. Und da ist die Situation in der Ukraine ganz anders als etwa in westlichen Ländern, wo die Kirche natürlich auch eine Kontinuität hatte und auch die römisch-katholischen Fragen kennt. Und das ist ein Prozess des gegenseitigen Lernens. Es ist ja auch schon sehr gut, dass auf der Synode der Bischöfe sehr viele Bischöfe aus der Diaspora dabei sind. Das sind ja eigentlich die Mehrheit, eben auch aus verschiedenen Ländern, die die Perspektive reinbringen. Aber man muss natürlich schon auch realistisch sehen, was so das Spektrum der Diskussion betrifft, ist die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche natürlich schon sehr stark auch traditionell volkskirchlich und auch konservativ geprägt. Also gerade in der Ukraine, ich habe das in meiner Antrittsvorlesung gesagt, die Sie übrigens auch auf meiner Homepage anschauen können, wenn Sie sich dafür interessieren, dass etwa in der Frage, wie man mit Gender Aspekten umgeht, hier natürlich in der gesamten ukrainischen Christenheit sehr konservative Ansichten da sind, wo jetzt quasi über die Verteidigung der Familie auch ein Anti-Gender-Kurs gefahren wird, den ich jetzt so inhaltlich nicht mittragen kann, weil ich da auch eine Gefahr sehe, nämlich nicht nur der Vereinfachung von Dingen, sondern auch der Ideologisierung, wo wir ja gerade jetzt aus Russland sehen, wie gefährlich das Ganze ist. Und da bin ich selber dabei, sozusagen mich in den kirchlichen Diskurs einzubringen und auch hier für Offenheit und für eine Diskussionskultur zu werben. Das sind Dinge, die einfach in Entwicklung sind. Aber es ist natürlich so, in der
Ukraine ist die Laienschaft jetzt doch näher bei den Bischöfen angesiedelt. Also es gibt jetzt nicht unbedingt so dieses kritische Feld, sondern man ist im Wesentlichen, also in diesen Strukturfragen, doch einfach auf der Seite dessen, was jetzt da ist. Und deswegen glaube ich, wird es noch einige Zeit brauchen, bis hier vielleicht noch mal stärker dann auch die einzelnen Positionen aufbrechen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das soweit hilft, aber das wäre so eine kurze Einschätzung. Professor Nehmet, Sie haben es ja schon erwähnt, wir müssen ja auch ein bisschen auf die Zeit schauen. Wir schätzen Ihre Expertise und sind sicher, dass Sie es nochmal ausführlicher erklären können. Aber ich glaube, für einen ersten Einblick auf die Frage ist das erstmal halb ausreichend. Wenn das noch nicht reicht, schreiben Sie gerne auch nochmal in den Chat, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wo Sie vielleicht nochmal Rückfragen haben. Ich würde aber einen zweiten Konfliktpunkt gerne ergänzen. Wir haben natürlich Bischöfe und Laien miteinander in der Kirche, aber wir erleben ja gerade in Ostkirchen, dass auch nationale Konflikte aufbrechen und eventuell da zu Kontroversen führen. Erleben Sie das im synodalen Miteinander auch oder spielt das keine Rolle, dass es quasi zu einer Dynamisierung nationaler Interessen kommt? Also der Krieg gegen die Ukraine hat eigentlich das ganze Land geeint, über die Kirchengrenzen hinaus. Das heißt, ich kann jetzt nicht feststellen, dass es da innerhalb der griechisch-katholischen Kirche diesbezüglich jetzt irgendwelche stärkeren Diskussionen gäbe. Allerdings ist natürlich die Sorge um die Zukunft des Landes eine ganz wesentliche. Es geht ja jetzt hier nicht abstrakt um irgendwelche nationalen Fragen, sondern es geht um Leben und Tod. Es geht darum, ob so ein Land überleben kann oder ob es niedergemacht wird. Und da sind jetzt eigentlich alle dabei, an einem Strang zu ziehen. Vielen Dank auch für die Perspektive. Thomas Söding fragt, welche Rolle das charismatische Element in den katholischen Ostkirchen spielt. Ist es an die Amtsinhaber gebunden oder gibt es in Anführungszeichen Heilige, deren Wort ein besonderes Gewicht hat? Ja, danke. Das ist eine sehr gute Frage. Das 20. Jahrhundert spielt in der Identität der ukrainisch-griechisch-katholischen Kirche eine enorme Rolle mit den großen Bischofsgestalten von Andrei Scheptizki und Josef Slipy. Aber ich weiß nicht, ob Sie den derzeitigen Vorsteher unserer Kirche, Großerzbischof Sjatoslav Schewtschuk, schon einmal erlebt haben. Er ist auch eine sehr charismatische Persönlichkeit, die gut formulieren kann. Und er gibt zum Beispiel jetzt jeden Tag seit dem Ausbruch des Krieges täglich eine Videobotschaft an seine Gläubigen, wo er einfach auch zu verschiedenen Themen, die die Menschen bewegen, spricht. Und damit ist eigentlich die ukrainisch-griechisch-katholische Kirche also eine der aktivsten Kirchen des Landes. Wenn man sich die inhaltliche Ebene anschaut, ist natürlich eine in manchen Bereichen konservative Sicht da, wo man vielleicht im Westen das vielleicht ein bisschen anders sieht. Aber es ist der Versuch der Kirche, auch bei den Menschen zu bleiben und eben aus der dortigen Situation heraus auch Beistand zu geben. Lassen Sie uns gerne noch mal auf zwei strukturelle Perspektiven schauen. Das eine ist das Verhältnis von Pastoralkonvent zu dem Rest. Hat dieser Pastoralkonvent, den Sie ja eben vorgestellt haben, auch eine Kontrollfunktion, inwieweit Anregungen von der Synode übernommen werden? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt das ganz richtig verstanden habe, aber der Patriarchalkonvent ist ein beratendes und ein der Synode zugeordnetes Organ. Also letztlich geht es darum, dass die Synode die Entscheidungen trifft, und es wurde jetzt gerade bei der letzten Synode, glaube ich, beschlossen, dass man von Seiten der Synode schaut, zu überprüfen, wie die Beschlüsse des Patriarchalkonvents umgesetzt werden. Aber es ist natürlich so, dass man hier natürlich von der Autorität her natürlich ein bischöfliches Übergewicht hat. Das heißt, die Bischöfe kontrollieren dann auch das Patriarchalkonvent? Naja, der Patriarchalkonvent kann bestimmte Beschlüsse fassen, aber wie gesagt, kann nicht entscheiden, und er findet natürlich unter Vorsitz des Großerzbischofs, unter Beteiligung von Bischöfen statt. Das heißt, er ist kein Gegengewicht zur Synode und keine Kontrollinstanz. Der ist nicht so konzipiert. Erlauben Sie mir eine letzte Frage, Professor Nehmet, zur Bischofssynode.
wo der Unterschied zu einer Art Bischofsparlament ist, in dem es demokratische Abstimmungen gibt. Gibt es, vielleicht können Sie diesen Unterschied nochmal darstellen, verbunden mit der Frage, ob immer der Konsens angestrebt wird und eine Einmütigkeit, wie es ja Papst Franziskus oftmals bezeichnet, oder ob es am Ende auch um eine Stimme Mehrheit im Ernstfall geht. Ja, also das ist ein Unterschied zur römisch-katholischen Kirche, dass der einzelne Bischof weniger Spielraum hat, weil eben über Mehrheitsentscheidungen der Synode der Bischöfe verbindende Entscheidungen getroffen werden, wo eben normalerweise die qualifizierte Stimmenmehrheit, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, genügt, wobei bei den Wahlvorgängen gibt es dann nochmal also spezifischere Bestimmungen. Also es ist hier eine stärkere Bindung der jeweiligen Diözesanbischöfe an diese übergeordnete Ebene gegeben. Vielen Dank, Professor Nemeth, nach Belgrad, nicht nach Wien. Vielen Dank, dass Sie sich diese Zeit genommen haben, auch nochmal diese Perspektiven mit einzubringen. Wir freuen uns auf Ihre weiterführenden Informationen, die wir, wie gesagt, auf dem Marktplatz zur Verfügung stellen. Ihnen wünsche ich viel Freude bei der Tagung noch. Wir freuen uns, wenn wir Sie dann in Sachsen wiedersehen und vielleicht im nächsten Jahr auch hier in Leipzig oder in Dresden begrüßen dürfen.